Ja, servus Angelfreunde, Kajakfischer, hier ist wieder Jockel von Jaxbird. Wenn ihr einmal am Ammersee zum Angeln gehen möchtet, dann zeige ich euch jetzt hier in Herrsching, wo man sein Boot am besten slippen kann oder Kajak. Herrsching befindet sich an der Ostseite vom Ammersee und ist eine ideale Stelle für sein Boot zu slippen. In einem meiner letzten Videos habe ich euch schon Eching ganz im Norden oben am Ammersee vorgestellt, wo man auch sein Boot slippen kann. Und diesmal bin ich hier auf der Ostseite in Herrsching und diese Slipstelle möchte ich jetzt einmal euch näher vorstellen. Viel Spaß bei dem Video! Gleich zu Beginn ein paar Informationen hier bei der Einfahrt. Hier drüben die Straße, das ist die Riederstraße. Die Riederstraße geht oben rauf nach Norden und Richtung Breitbrunn und Eching und führt dann hier Richtung Südufer vom Ammersee, also Herrsching, Eidenried darunter. Riederstraße, wo man auch sein Fahrzeug und sein Boot, sein Trailer abstellen kann. Die Zufahrt geht hier über den Weg hier rein, man darf hier reinfahren, gut zum Rangieren für das Auto und den Trailer. Die Einfahrt ist hier so circa 4 Meter breit, also man kommt locker mit seiner Yacht hier durch, dürfte kein Problem sein. Für Kajakfischer sowieso nicht, die das Yacht vielleicht auf dem Autodach haben, easy going. Und dann kann man hier ganz runterfahren, direkt an der Wasserlinie, man kann mit dem Auto hier reinfahren, hier wenden, wie auch immer. Und fahrt dann hier rückwärts runter. Die Wasserlinie kann hier super slippen. Ich zeige euch jetzt auch noch, wie ich es ab und zu mache, wenn ich hier in Herrsching bin. Ich fahre hier rein mit dem Kajak auf dem Autodach, fahre hier rein und stelle mein Kajak kurze 10 Minuten, Viertelstunde, wie lange ich brauche, um das Kajak runterzuladen vom Autodach. Fahre hier mein Fahrzeug hin, lade ab und hier alles auf und kann so in Ruhe mein Boot slippen und das Auto parke ich dann hier auf den Seitenstreifen auf der Straße. Einwandfrei, super, funktioniert. Kein öffentlicher Parkplatz, ist klar, aber kurz zum B- und Entladen optimal. Diese Boote gehören übrigens zum ACA, Angelclub Ammersee. Wer hier Mitglied ist, hat, wenn er Glück hat, einen Stellplatz, einen Liegeplatz für sein Boot. Also nur für Vereinsmitglieder. Nähere Informationen zum Anglerclub mit Telefonnummer, wer Interesse hat, schreibe ich mal in die Beschreibung rein. Hier, wie erwähnt, gute Slipmöglichkeit, auch Platz für mehrere Boote, wenn man sich eben gut arrangiert und nebeneinander stellt. Ja, ihr seht schon hinter mir hier Peißenberg die Richtung, die Berge, heute ist Föhn in Bayern, tolle Sicht, wahnsinnig schön. Hier befinde ich mich in Herrsching am Fischbach. Der Fischbach kommt vom oberen Pilsensee runter, ist der Einlauf in den Ammersee rein und ist unter anderem weiter draußen ein guter Spot hier nach den Bojen. Die Bojen da draußen,
ist so ein Krautfeld und da ist sehr gut auf Zander, aber auch auf Weißfische, Friedfische etc. sehr gut, etwa so 100 Meter da draußen. Also hier sind auch im Sommer Abendstunden ab und zu Angler, die ihr Glück hier versuchen. Fischbach, Hersching, Topspot, gerade für Uferangler. Wie erwähnt, man kann sein Fahrzeug und Trailer natürlich auch an den kostenpflichtigen Parkplatz abstellen. Hier täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Aufpassen muss man natürlich auf die Schranke, auf die Höhe. 2,20 Meter maximale Höhe. Schauen wir mal, was das Parkticket kostet in der Zeit. Also ihr habt es gesehen, Tagesticket 10 Euro, maximal 9 Stunden kann man hier parken. Denselben Parkplatz in der Größe findet man hier gegenüber von der Riederstraße. Das sind etwa hier so 30 bis 40 Fahrzeuge, die Platz haben. Und genauso auf der gegenüberliegenden, auf der rechten Seite, auch ein kostenpflichtiger Parkplatz. Aber meistens, die meisten Angelfreunde, wo ich kenne, die parken, wie gesagt, an der Riederstraße, am Straßenrand mit ihrem Trailer, fahren also kurz an die Wasserlinie, slippen ihr Boot und parken dann eben da kostenlos am Seitenstreifen. Hat es noch nie Probleme gegeben, funktioniert super. Im Übrigen, weil ich hier in Hersching bin, an der Ostseite vom Ammerseeufer, Hersching hat einer der längsten, oder wenn nicht die längste, Uferpromenade in ganz Deutschland mit einer Länge von 1,5 Kilometer. Das heißt, wer seine Angelfrau mal mitnehmen möchte, die kann hier an der Uferpromenade flanieren, während wir mit dem Boot rausschippern zum Fischen gehen. Da gibt es nette Cafés, Restaurants, alles. Also sehr zu empfehlen, nur so mal am Rande erwähnt. Das nächste Video wird dann sein in diesen oder Breibrunn am Ammersee, wo man auch slippen kann. Bis dahin, Servus, Jochen.